Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir graben uns hier so ein bisschen rum. Graben im Erdenreich. Hilfe, lass mich. Und hier ist ein komisches Teil und es ist eine wundersame Wand und sie braucht ein Fragment. Und wie wir sehen, dem Goron, dem mir in der letzten Folge geholfen hat, haben. Ja, das hat nicht geklappt. Allein schafft man das nicht. Dem helfen wir jetzt schon wieder. Oh, ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Hm, mein Freund in Not, da muss ich helfen. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Und das können wir jetzt ein paar Mal erledigen. Und am Ende erwartet uns ein schönes Präsent. Gut, das war diese kleine Höhle. Ja, was können wir als nächstes tun? Wir können mal hier Besuch abstatten. Hast du Fragen? Nein, hast du nicht. Gut, dann nicht. Da, Pegasus-Stiefel und kaputt machen. Hier, das ist nur ein Zweier. Ach ja, stimmt, da waren wir ja auch schon oben. Man kann es an der leeren Schatzkiste erkennen. Und jetzt ist hier so ein Typ. Und der kriegt dieses Teil von uns. Ein Jingle. Und damit öffnet sich der zweite Baum. Sie passt perfekt, mein Bruder wird sich freuen. Hast du Schwingel gesehen? Er trägt blaue Kleider. Und er ist mein Zwillingsbruder. Ich konnte ihn einfach nicht finden. Das ist natürlich traurig. Böp. So, und jetzt müssen wir noch einmal hier nach dem rechten sehen. Oh nein, nicht so ein ekelhafter Wurm. Töte ihn. Okay, alles gut. Ein rotes Fragment. Was ist hier am Ende? Ah! Sehr schön. Na, willst du es loswerden? Wirf doch. Komm doch runter. Und der Wurm, der macht's auch nicht lange. Gut. Das wäre dann dieser wichtige Schritt in Richtung Erfolg gewesen. Als nächstes folgt der Schritt. Joach, ach, hier oben. Der Schritt, den können wir gehen. Aua. Das sage ich. Der Schritt zu dem weißen Typen. Bist du Herr Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Tingle hat mir ein Fragment gegeben. Du willst Fragmente vereinen, sagt er. Wie sieht es aus? Sollen wir Fragmente vereinen? Was hast du denn? Ah, das haben wir leider nicht mehr. Wie, du möchtest nicht? So ist das also. Ja, ich will schon, aber leider haben wir das nicht, was du das, wo du das Gegenstück hast. Das ist ein bisschen doof. Aber hey, nichts zu ändern. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Vertania City. Aua. Nein, wir gehen jetzt zu Marlon und holen uns ein wenig Milch. Milch. Ah, willkommen. Ich biete dir gesunde London-Milch an. Eine Flasche voll kostet 100 Rubine. Möchtest du? Gerne doch. London-Milch. Und nun, nein, und nun geht es für uns. Es geht für uns in eine spannende, in einer spannenden Sequenz gen Tyloria-Wald. Wir können hier mal gucken, ob Kollege vielleicht Fragmente, nö, will er nicht. Gut, dann nicht.
denn wir haben uns Milch gekauft. Und Jana wird fragen, warum hat er Milch gekauft? Und ich antworte dann damit, werdet ihr gleich sehen. Das sind wieder die Klee-Eicheln. Schöne Klee-Eicheln. Da war gerade ein Grafikfehler, aber hey. Das nehmen wir hier niemandem übel. Alles gut. Hilfe. Denn wir müssen hier rein. Hat er was? Nee. Denn wie man sehen kann, gibt es hier drei offene Pflanzen, Pflanzensorten und noch drei geschlossene Pflanzensorten. Und Milch brauchen wir dafür. Guten Tag! Wir forschen hier eine neue Sorte Tyroianer. Einige dieser Pflanzen sind nur Keime. Das wollen wir irgendwie verbessern. Um neue Tyroianer zu produzieren, Neuen Tyloriander zu produzieren, brauchen wir Milch. Wer bringt uns die? Hey, was hast du da? Ist das nicht London-Milch? Ist die für uns? Genau. Bitteschön. Wunderbar, danke. Jetzt können wir weiter forschen, wenn die Tyloriander blühen. Lalalala. Schade, wir haben die ganze Milch weggegeben. Weil eigentlich ist so ein Glas Milch immer für zwei Einsätze gedacht. Aber na gut, haben halt die ganze Milch weggegeben. Auch nicht schade drum. Oh, 200 Rubine, sehr gut. Hier kann man dann auch gleich nochmal gucken, was es denn hier gibt. Ein blaues Fragment, na gut. Überzeugt. Hier oben gab es eine Schatztruhe, nicht? Müsste es gegeben haben, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ein rotes. Ah, da ist nichts. Da ist auch nichts Interessantes. Und du bist auch schon Geschichte. Und hier haben wir noch einen kleinen Ort, an dem wir graben können. Und vielleicht ja noch etwas vereinen. Sowas wie blaue Fragmente, um den Goronen zu helfen. Oder einfach Schildfresser besiegen. Kann man auch machen. Naja, ein Fragment und ein paar Rubine. Wenn wir schon keine Fragmente vereinen können, dann haben wir wenigstens die andere Hälfte eines Fragmentes gekriegt. Und was ist da drinne? Ein Deku. Gut. Es ist halt ein Deku. Ah, dann räumen wir noch auf für ihn. So. Einmal aufräumen. Ah, du willst sogar Fragmente vereinen? Das haben wir ganz zufällig noch. Bitte sehr, Kollege. Ja, was macht das? Wahrscheinlich wieder ein Viech, oder? Ja. Natürlich. Naja, aber geben ja Gold, wenn man sie besiegt, also Rubine. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch ein Glücksfragment für 100 Rubine. Okay. Hätte man nicht gebraucht. Ich dachte, vielleicht ist es ein grünes. Wer hätte gedacht, dass der rote für so wenig anbietet? So, Kollege, du bist auch besiegt. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Man sieht, dass sich Fragmente vereinen lohnt. Glaube ich, dass man das sieht. Ich sehe es. Gut. Dann haben wir hier noch ein weiteres Minish-Haus. Ich hoffe, mit einem Fragment, zu dem wir das Gegenstück haben. Ja, sehr schön. Denn dieser Kollege hier ist ein weiterer Bewacher einer Bohne. Und wir wissen alle ganz genau, was am Spitze von so einer Bohnenranke auf uns wartet. Reichtümer.
Hör mal zu, aus der Bohne ist ein großer Baum gewachsen, wo er wohl hinführt. Ja, das werden wir gleich rausfinden, würde ich mal sagen. Da-da-da-da-da-da. Und hinauf. Ah. 200 Muscheln. Oh Gott. Ich hoffe, da sind keine Muscheln drin. Ich hoffe so sehr, da sind keine Muscheln drin. Wehe. Glück gehabt. Es waren nur 200 Rubine. Und runter. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir sind relativ zu gut ausgerüstet. Ha, aber lass mich. So, das... Also Geld loswerden geht schnell. Du hast noch eins? Ach, schade. So teuer. Der Typ ist einfach so teuer. Naja. Ich würde sagen, wir kaufen uns hier noch ein bisschen mehr. So. Einmal die nächste Schwertfibel. Und die nächste gleich hinterher, wenn es die denn schon gibt. Ja. So, Magnus Schwertfibel Band 4, misst dich mit den Mächtigen. Bist du schon einer Kreatur begegnet, die glänzt wie Gold? Sie erscheint nur selten, wenn ganz bestimmte Fragmente vereint wurden. Sie ist unvergleichlich stark, doch sie lässt etwas Wertvolles fallen. Wenn du sie besiegst, lässt dir diese Chance nicht entgehen. Was tun, Meister Magnus? Die Käfer, Stachis, voller Stacheln. Der stachelige Panzer ist gegen Angriffe mit dem Schwert immun. Ramme sie mit deinem Schild. Dann fallen sie auf den Rücken und sind hilflos. Du kannst sie auch mit dem Wirbelstab umkippen oder mit Bomben. Oder versuch es mit der Sturzattacke. Höchst informativ, nicht wahr? Die 800 von Hyrule. 4. Fernzünderbomben. Es gibt Bomben, die explodieren genau dann, wenn du es willst. So sagt man jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Gehab dich wohl, werter Leser. Ich machte vor kurzem eine Reise zur London-Farm. Magnus der Erste soll einst eine Kuh mit bloßen Händen besiegt haben. Dies erscheint mir nicht wirklich erstrebenswert. Kühe sind schließlich keine echten Gegner. Der Folgeband wird Band 5 sein. Wohl auf! Band 5? Es tut mir leid, die Magnus-Schwertfibel ist noch nicht da. Magnus ist ziemlich exzentrisch. Wie wäre es, wenn du einmal bei ihm trainierst? Kollege! Hey, nimm das rote Fragment, John! John! Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue! Ja, perfekt. 40, dann habe ich wohl trotzdem. Das echte Haus baue ich hier. Und es wird größer. Und es ist fertig. Na komm. Na Kind, ein gutes Haus, oder? Gerade erst fertiggestellt. Wie du weißt, nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Stell mir einen Interessenten vor. Also. Gut, eine Interessentin. Nee, da brauchen wir uns nicht durchzugraben. Das lohnt sich noch nicht. Das ist einfach nur doof. Eine Interessentin. Nairu oder Farore? Ich entscheide mich für Nairu, einfach weil sie bei Ocarina of Time eine schönere Fähigkeit verschenkt hat. Oh, du willst mein Haus zeigen? Ja, genau. Ja, wirklich? Da gehe ich gleich mal los. Oder was sie auch immer gesagt hat. Ich habe improvisiert. Ist sicher kaum aufgefallen. Du hast nichts, du hast nichts. Wir haben alle keine Fragmente mehr. So rein theoretisch können wir auch mal mit Story weitermachen und nicht immer nur sinnlos hin und her rennen. Das, was wir gerade machen, das trägt überhaupt nicht zur Story bei. Das, ich hoffe, das ist euch klar. Das ist so ein bisschen Nebenquest-Gehabe. Oh, guten Tag, Dilev. Ich fühle mich sehr wohl in diesem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. Haben wir eine leere Flasche? Ja, ich glaube schon, ja? Yay, Nairus Talisman.
Gut. Geh bitte aus dem Weg, Hundi. Dankeschön. So ein liebes Hundi. Die haben nichts mehr? Nö. Gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Neue. Hä? Schon wieder neue? Für was denn neue? Wir haben noch nichts gemacht. Ach so, doch, wir haben die goldenen Viecher gesehen. Waldminnisch. Erwachsene können sie nicht sehen. Sie möchten Menschenfreude machen. Sie stellen praktische Werkzeuge her, die sie heimlich, still und leise in der Umgebung der Stadt ablegen. So. Und ziehen. Was haben wir hier? Eselo, rätselhaftes Wesen, das wie eine Mütze aussieht. Sucht nach einem Weg, den Fluch des Hexenmeisters unwirksam zu machen. Behandelt Dilef wie ein Kleinkind. Mag Dilef aber eigentlich sehr. Woher weiß der von Eselo? Eselo. So, und noch eine Muschel. Und ein Monster. Händler-Deku treten unter anderem in Höhlen auf. Sind für gewöhnlich unter der Erde. Sie spucken mit Nüssen nach einem, sind aber nett, wenn man mit ihnen redet. Nein. So, einmal reden. Hier, noch eine Muschel kriegst du von uns. Blau. Die haben wir schon. Hey, Mann, 5 Rubine dafür. Da erhöhen wir mal auf 85%. Kann ja nicht schaden. Pyromagus treten im Palast des Windes und im dunklen Schloss Hyrule auf. Nein, das wollte ich nicht. Naja, egal. Eine Muschel. Die ist lustig, eine Muschel, die ist schön. Minister Friedrich, die große Stütze für das Land Hyrule, kümmert sich auch um Zeldas Erziehung. Ein schwieriger Job, weil Zelda immer einfach wegläuft. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, bitte, noch einmal hätte ich gerne die Chance, ein ganz tolles Ei zu ziehen. Melta, er kennt sich mit Metallen aus. Um noch mehr über Metalle zu lernen. Oh, toll, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Melta und Pyromagus müssen wir nachgucken. Ach, Octorok haben wir auch schon. So. Ziehen. Gelb. Den haben wir auch schon. Guck mal, wir haben 75% Chance. Machen wir mal wieder auf 85. Schließlich haben wir genug Muscheln. Alberich, bester Schmied in ganz Hyrule. Als junger Mann war er ein Schwertkämpfer, guter Freund von König Dartus. In ihrer Jugend traten sie beiden oft gern gegeneinander im Schwertkampf an. So, ja. Na ja, so 19 Muscheln kriegst du von uns. Noch ein Mensch? Ernst Minitendo besitzt den Besitzer des Glücksspielladens, jüngerer Bruder von Meister Minitendo, träumt von einem ehrlichen Leben, hat aber trotzdem diesen Laden eröffnet. Übrigens, der Typ, mit dem wir hier reden, ist Meister Minitendo. Ja, 15 Muscheln. Bergmännisch. Die 7 Schüler von Melta sind aus dem Wald zum Gongolberg umgezogen. Das Eisenherzlied ist das Markenzeichen der echten Bergmännisch. So, ja, bitte noch einmal. 14 Muscheln. Händler-Gorone. Gorone, der erscheint, sobald man gewisse Fragmente vereint hat. Er verkauft Glücksfragmente. Sind zwar teuer, aber er verkauft auch oft seltene Stücke. Ja. Ja, so 17. Finde ich, kann man mal machen. Phyliarachno treten unter anderem am Gongolberg auf, springen in hohen Sätzen vollkommen unberechenbar durch die Gegend. Deshalb sind sie am besten zu treffen, wenn sie gerade still da sitzen. Ah, was sagt die Uhr?
Okay, die Uhr sagt, wir sind gerade am Limit der regulären Folge. Das heißt, wir können ruhig... Ey, das sage ich. Das heißt, wir können ruhig noch hier so ein bisschen... Schon wieder die hohe Feenkönigin. Auch wenn es laggt. So, 22 Muscheln. Ja, mir gefällt das auch nicht, dass es laggt, aber naja. Dubio treten fast überall auf, verstecken sich im Gras oder unter Steinen. Sie fallen einen grundsätzlich hinterrücks an, also aufgepasst. Das mit der Musik stört mich daran am meisten, ehrlich gesagt. So, 81% müssen reichen. Na komm. Oh. Bitte. Goldener Octorok. Goldener Octoroks, Märchengestalt. Ihr Lebensraum ist unbekannt. Die Steine, die sie spucken, sollen aus Gold sein. Doch, das ist unbestätigt. Yay, ein goldener Octorok. Oh toll, das wollte ich gar nicht. Naja, eigentlich müssten 65% auch reichen. Das war mir ehrlich gesagt klar, dass es wieder die hohe Feenkönigin wird. Ich glaube, der hat davon einfach 1000 in diesem Teil drinne. So, 23 Muscheln. Hohe Feenkönigin. Doch nicht, fester. Hey, ich habe gerade 23 Muscheln gegeben, dafür, dass du mir so ein Mist gibst. So, hier, 20 Muscheln. Chaser treten in Dungeons auf, verfolgen die Left bei Sichtkontakt. Bleiben stehen, wenn sie auf eine Wand stoßen, so kann man sie abschütteln. So. Muscheln haben wir nur noch 741. Das reicht fürs Erste. Wen haben wir denn? Anju. Ah, die hohe Feenkönigin. Wen haben wir denn, den wir noch vorlesen müssen, den ich vergessen habe? Das wollte ich wissen. Wir brauchen noch ein paar rote, sehe ich gerade. Wir haben sehr wenig rote. Dubio Pyromagus. Ihre magischen Attacken aus der Entfernung sind berüchtigt. Ihre Bewegungen haben ein Muster. Angreifen, sobald sie sich zeigen. Was gab's denn noch? Wer war's denn, den ich hier noch vergessen hatte? War's da Friedrich? Nee. Ach ja, es war Melta. Um noch mehr über Metalle zu lernen, lebt er mit seinen 7 Schülern im Gongolberg. Das war immer noch nicht alles, wie ich gerade gesehen habe. Oh Mann, oh. So, er hat eine etwas raue Art, aber auf ihn ist wirklich Verlass. Warum leckt das denn? So, ich würde sagen, wir schmeißen uns noch den Talisman in den Hals. Einfach aus Prinzip. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, tschüss.